Ein besonders beliebter Treffpunkt aller Tanzfreaks ist seit 26 Jahren der Laxemburger Sommerball. Diesmal bei sehr herben Temperaturen. Die Stimmung war exzellent und man träumte vom Sommer, der angeblich bestimmt kommt. Sie haben die Choreografie einstudiert. Wie lange hat das gedauert? Ja, wir fangen an und für sich jedes Jahr. Im November fangen wir mit den Proben an. Schauen, dass wir so bis Weihnachten fertig sind, weil ja die Ballsaison dann schon im Jänner losgeht. Und wir verwenden die Choreografie quasi bis in den Sommer hinein. Und im Herbst überlegen wir uns dann wieder was Neues für die neue kommende Ballsaison. Humba und Laxmann-Walzer. Ah, ähnlich, aber es kommt sehr auf die Musik an. Sind Sie schon müde vom Film dann? Nein, meine Schuhe drücken, ich kann nicht tanzen. Hauptsache, man ist schön. Und ist alles gut über die Bühne gelaufen, Stein vom Herzen gefallen? Ja, also wie gesagt, das sind alles wirklich schon Profis. Also, ich kenne viele schon sehr, sehr viele Jahre. Ich habe heuer auch wieder Leute aus Niederösterreich eingebaut, eben aus Laxemburg eben. Das ist immer sehr, sehr nett, junge, neue Tänzerinnen und Tänzer einzubauen. Vor allem auch in Bezug mit Laxemburg ist es immer sehr, sehr schön, da neue Paare einzubauen. Und wie gesagt, wir haben ja schon oft heuer diese Choreografie getanzt und das ist schon alles sehr viel mit Routine verbunden. Sie machen ganz tolle Figuren, haben Sie genug Platz hier? Es ist sehr kuschelig, muss man sagen, aber es geht. Was gefällt Ihnen am besten am Laxemburger Ball? Dass wir gemeinsam sind und dass ich mich führen lassen kann. Ich bemühe mich, sagen wir so. Ball ist ausverkauft, wie schnell ist denn das gegangen? Ja, also in der Regel dauert der Vorverkauf 3 Stunden und dann sind alle Sitzplätze, die wir zur Verfügung haben, weg. Wir haben dann natürlich noch Flanierkarten, das sind Leute, die tanzen möchten, die einen vielen Bass konsumieren möchten, die sich die Highlights anschauen und die haben natürlich keinen Sitzplatz, können aber an der Abendkasse gerne kommen. Ein bisschen kalt heute. Wenn man einen guten Tänzer hat und flott tanzen kann, dann wird es einem eh warm. Beim Tanzen wird es einem warm genug. Wenn sich viel bewegt, dann wird einem wenig kalt. Tanzen ist immer schön und es regnet nicht und in Laxemburg ist ganz besonders schön zu tanzen. Das ist für Laxemburg ein großer Erfolg, dass dieser Ball sich in der Zwischenzeit im Ballkalender in der Region und auch weit darüber hinaus herumgesprochen hat. Der Ball ist seit vielen Jahren innerhalb kurzer Zeit, wie Sie sagen, ausverkauft. Also ein Riesenkompliment an den Kulturverein Alt-Laxemburg hier, ganz besonders an das Team rund um den Obmann Helfried Steinbrucker. Und ich muss natürlich heute sagen, wir zittern so wie bei vielen Veranstaltungen, die im Sommer outdoor sind in der Zwischenzeit. Es hat am Nachmittag noch kräftig geschüttet, aber Gott sei Dank hat sich der Verein jetzt das Wetter verdient, dass sich dieser Ball auch verdient hat. Und wenn ich mir die Temperaturen, die zwar unwirtlich wirken, aber auf die Tänzer projiziere, dann ist es im Freien ein optimales Gefühl, hier Tanzen in Vollendung erleben zu können.